Der kleine Bub hat gerade mehrere Schutzengel gehabt. Er gehört zu den knapp 40 Verschütteten, die bis jetzt lebendig haben gerettet werden. Für mindestens 18 Menschen kommt laut aktuellen Angaben aber jede Hilfe zu spät. Sie sterben beim Erdbeben von heute Morgen. Das Epizentrum des Beben mit der Stärke 6,4 liegt in der Nähe von der albanischen Hauptstadt Tirana. Die grössten Schäden hat es in der Hafenstadt Durres hinterlassen. Da fallen gerade mehrere Häuser zusammen, die Suche nach Überlebenden in den Trümmern läuft auf Hochtouren. Die albanische Armee ist zusammen mit der Feuerwehr im Dauereinsatz. Und heute Abend kommen die Helfer auch Unterstützung aus der Schweiz über. Eine vierköpfige Gruppe von REDOC, einem schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde, ist kurz nach dem 5 Richtung Albanien abgeflogen. Sie werden in den nächsten 5 bis 7 Tagen mit anderen Rettungsteams aus der Türkei im Einsatz sein. Wir werden vor Ort sofort die Situation anschauen, mit jemandem, der auch ortskundig ist und Gebäudestrukturen analysieren kann. Wir werden Entscheidungen fällen in Rücksprache über Übersetzer mit den anwesenden Leuten, die vielleicht hoffentlich auch ein bisschen Angaben geben können über Standorte, wo die Leute noch vermisst sind. Wie viele Leute noch verschüttet sind, ist völlig unklar. Dass es im Verlauf des Tages noch mehrere Nachbeben gegeben hat, macht die Suche aber zusätzlich schwer. Schon jetzt sind Spitäler in der Hafenstadt Durres, aber auch in der albanischen Hauptstadt Tirana teilweise überfüllt. Laut den neuesten Zahlen hat das Erdbeben bis jetzt rund 600 Verletzte gefordert.